Hier ist Fred von FedSpiel und ich begrüße euch zur 168. Partie meines SimCity Let's Plays. Beim letzten Mal habe ich eine Reise in die Vergangenheit gestartet und dieses Mal blicken wir natürlich in die Zukunft. Aber ich muss euch natürlich auf jeden Fall danken. Ich habe es ja am Ende des letzten Let's Plays ja gezeigt. Ihr habt wirklich die überschüssigen Städte geräumt und damit Platz für weitere Mitspieler geschaffen. Das finde ich wirklich großartig. Und ich glaube, es gibt immer noch ein, zwei brachliegende Flächen. Also es gibt immer noch Leute, die mitmachen können hier bei unserer Community-Region Diesel and Dust. Wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich. Und dann würde ich mal sagen, starten wir doch gleich mal right into the action und gucken uns Fat Diesel an, sobald die Stadt geladen hat. So, jetzt ist es soweit und wir sind in unserer Stadt Fat Diesel am Start. Eine Stadt, die immerhin kleine Gewinne erwirtschaftet, läuft ganz gut hier, können uns nicht beschweren, würde ich mal sagen. Und ja, als letztes haben wir selbst ein kleines Finanzspritzchen verschickt nach Aloe Vera. Die Leute sind übrigens auch zufrieden, Sympathierate 74%, das ist auch in Ordnung. Also hier können wir uns nicht beschweren. So, Gemeindehaus geht erst weiter, sobald wir genügend Einwohner haben. Ja, und für die Einwohner bräuchte ich mal irgendetwas, was die Dichte nach vorne bringen würde. Wie sieht's denn aus mit Schulen? Es gibt noch keine Schulbildung in Fat Diesel, das geht natürlich nicht. Das heißt, wir gucken gleich mal, was wir beim Thema Bildung machen können. Keine Schulen. Das ist tatsächlich hier der Fall. Und ich würde mal sagen, wir können ja mal so erhöht die Technikstufe, erhöht die Grundstückspreise für die mittlere Einkommensschicht. Ah, was machen wir denn? Ein Gymnasium vielleicht? Und auch wieder eine Grundschule. Eigentlich eine Grundschule, ja. Fat Diesel soll jetzt nicht gerade das Bildungsniveau von Harvard einnehmen. Deswegen werden wir uns eine Grundschule hier reinpflanzen. Wir brauchen nur ein schönes Örtchen, schönes Plätzchen für diese Grundschule. Und vielleicht hier. Dort, wo wir dann einen schönen Flussblick haben aus den Klassenzimmern. Das sieht doch gut aus. Dort lässt es sich doch leben. So, dann wollen wir das gleich mal fett aufziehen hier. So. Zack. Da ist sie, die Grundschule. Und jetzt brauchen wir nur noch, klar, Schulbushaltestellen. Machen wir. Ich werde jetzt immer hier auf diese große Straße pflanzen. Das ging mal gehörig daneben. Was ist das denn? Diese Haltestelle will ich gleich mal wegmachen. Und diese hier auch, weil die auf der falschen Straßenseite ist. So. Jetzt also nochmal zum Mitschreiben quasi. Lassen wir es halt da oben. Ja, da freuen sie sich. Sehr schön. Und hier machen wir es auch. Und schon sind die Einwohner von Fat Diesel auf jeden Fall mit dabei. Sehr schön. So, diese Baumreihen, die können wir gleich wieder planieren. Die habe ich eigentlich nur als Abstandshalter gebaut. Ich wollte überhaupt nicht, dass sich hier große Einfamilienhäuser platzieren. Ich wollte nämlich größere Blocks. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal mit Dingen, die die untere Einkommensschicht fordern. Wie wäre es denn mit einem Actionorama? Das wäre doch mal was Schönes. Und hier vielleicht so ein... Obwohl, es darf ja vielleicht auch hier und da, da oben vielleicht doch auch was für die mittlere Einkommensschicht geben. Das können wir auch mal ein bisschen mixen. Es muss ja nicht immer alles einheitsbreiig sein. Und dann gucken wir noch mal, was unser Omega-Go-Zentrale sagt. Keine marginalen Profite. Tja. Was wollen wir machen? Einen Kredit aufnehmen? Später. So. Wie sieht's aus im Thema Gesundheit? Große Probleme im Gesundheitssystem. Die Klinik ist voll. Das heißt, wir können da noch einen Flügel anbauen. Dann müsste das ja eigentlich klappen. Damit haben wir das nächste Problem erstmal erledigt. So, hier reihen sich die
Fabriken. Auch hier können wir die niedrigen Baumreihen natürlich abreißen. Brauchen wir auch nur als Abstandshalter. Und ich mag eigentlich echt diese Trampelpfade hier. Ich finde das eigentlich total geil im Industriegebiet, aber ich weiß, das ist nicht sehr sinnvoll. Deswegen werde ich die Straßen auch mal hier weiter upgraden. So, aber auch da können wir die Baumreihen killen. So. Klappt doch. Schönes Ding. Hier ist alles bei der Arbeit. Und ich kann mal eigentlich weitere Industrieanlagen aus dem Boden stampfen, würde ich sagen. Wie sieht es denn hier aus? Für richtige Großindustrie ist doch bestimmt immer noch jemand zu haben. Hier haben wir nämlich auch die hohe Dichte am Start. Und diese Straßen werden wir dann auch mal durch das Industriegebiet durchziehen. Diesen Fabriken ist also, sind also keine Grenzen gesetzt, können Sie nicht beschweren. Und hier am Bahnhof gibt es eigentlich, frag mich gerade, ob es auch irgendeine Sehenswürdigkeit gibt, die vielleicht eher in so einer, in so eine Industriehauptstadt passen würde. So eine stillgelegte Zeche, die dann irgendwie kulturell genutzt wird oder sonst irgendetwas. Wir gucken einfach mal, ob es irgendeine Sehenswürdigkeit gibt, die nicht nach Aloe Vera, sondern hier nach Fettdiesel passen würde. Das würde mich mal echt interessieren. Wir gucken uns da mal durch. Wir haben es noch nie unter diesem Aspekt betrachtet. Aber ich fürchte, wir werden hier nicht groß fündig werden. Ja, dieser Tokyo Tower, der sieht eher, der sieht ein bisschen technisch aus. Das ist gar nicht so blöd. Den würde ich jetzt zum Beispiel nicht nach Aloe Vera packen. Dafür, das sieht echt zu sehr nach Industrie-Stahlgebilde aus. Ja, das ist gerade ganz weit oben. Ansonsten, ja, Messegelände, obwohl, ohne Witz, das Messegelände habe ich ja gefressen, nachdem es mir meine letzte Stadt, nachdem es mir Call Me Baby versaut hat. Also ich glaube, da gehe ich nicht hin. Was ist das denn Geiles? Das ist auch neu, oder? Das weltgrößte Wollknäuel? Das ist auch neu. Gigantischer Gartenzwerg? Wachsmannschaft, ich glaube, das habe ich so noch nie gesehen. Das ist ja auch witzig. Es könnte natürlich, jetzt stellt euch mal vor, ja, wir müssen ja auch das Ganze so ein bisschen mit Leben füllen. Jetzt stellt euch mal vor, diese Fabrik hier, ja, ist nicht Zeilis Zahnräder, sondern Wilhelms Wollknäuelfabrik. Und wir würden jetzt hier das weltgrößte Wollknäuel hinpflanzen. Da würde das passen. Ich mache das jetzt einfach mal. Dann wäre das quasi die Attraktion angeschlossen an der Industrieanlage, die dahinter steckt. Und das hätte irgendwas. Ja? Wenn ich das jetzt nochmal nicht da mache, ich werde es nochmal planieren, sondern hier in der Nähe des Bahnhofes, wo dann vielleicht auch noch die Touristen mit dem Zug dahin kommen können, dann wäre das eigentlich noch besser. Also, Kultur, das weltgrößte Wollknäuel kommt jetzt einfach mal dahin. Und ich werde daneben jetzt auch Fabriken machen. Und dann wird sich da ja vielleicht eine Wollknäuelfabrik daraus ergeben. Und auch das mit dem Tokyo Tower finde ich auch nicht so dumm. Wo sind wir denn hier? Kultur, Wahrzeichen. Ja, hier gleich nebenan quasi. Sozusagen das touristische Zentrum von Fettdiesel. Aber es sieht immer noch nach einer Industriestadt aus. Gerade hier. Also es ist immer noch, es ist schon passend. Also ich denke, ich bin zufrieden. Jetzt müssen wir noch schauen, wie wir hier Touristen hinbekommen. Also immerhin habe ich ja hier einen Bahnhof.
Und vom Auto her muss ich auch sagen, ist auch eine gute Anbindung. Ne? Das muss man natürlich mal generell die Frage stellen, ob wir auch einen Shuttlebus in dieser Stadt haben wollen. Das würde sich dann als nächstes ergeben, würde ich sagen. Ja, okay. So, das wäre was für die mittlere Technologiestufe. Die werden wir auf keinen Fall erreichen. Wie sieht es aus mit unseren Bohrungen? Ist eigentlich unsere Omega-Co-Fabrik gut ausgelastet? Irgendwie gar nicht. Könnte also mehr Öl und Roherz verkraften. Ja, vielleicht können wir auch mal hier... Oh, jetzt liegt hier natürlich so gut wie alles darüber. Kann ich da vielleicht noch eine Straße lang bauen? Ja, das ist doch möglich. Vielleicht kommt hier dann noch... Na, seht ihr. Kann man noch ein bisschen mehr Öl fördern. Und im Erzbergwerk vielleicht auch noch mal einen Schacht dran setzen. Da wird das auch was. Mit den Nachbarn. Mit den Omega-Co-Fabriken. So. So viel dazu, so viel hierzu. Und wir gehen in die Region nach Aloe Vera. Die Stadt ohne Geld, aber mit viel, viel Herz. Und Fritz Pommes hat in den Comments geschrieben, dass er sich doch wünschen würde, das als eine Kulturhauptstadt zu etablieren. Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal Kredite nehmen, weil sonst wird das nämlich gar keine Stadt mehr, sondern eine große Ruine werden, wie du siehst. Okay, ich glaube, ich mache mal kurz Pause. Und er hat sich gewünscht, dass wir hier auch deutsches Fachwerk ansiedeln können. Das ist eine gute Idee, dafür bräuchte ich, wie du siehst, nur erstmal Geld, um das Ganze auch irgendwie machen zu können. Und übrigens eine Frage, die du auch noch gestellt hast, warum ich nicht mehr auf die Comments bei YouTube antworte. Naja, wie du merkst, antworte ich auf eure Comments hier in dem Let's Play Video. Und da ist es ja vielleicht mehr wert, dann haben alle was davon und ich setze es gleich um, als dass ich bei YouTube darauf schreibe. Also ich würde mal sagen, da haben wir alle mehr von. So, jetzt aber die Frage, was machen wir mit Aloe Vera, dass es mal Geld macht. Gucken wir nochmal auf die Ausgabenseite. Ja, die Kredite, die Parks, da ist alles an. Die Einnahmenseite ist halt fast quasi nicht vorhanden. Deswegen können wir echt mal schauen, ob wir hier auf der anderen Seite der Stadt doch mal keine Villen bauen, sondern einfach vielleicht ganz normale Wohngebiete. Es müssen ja keine Blocks sein, aber vielleicht so für die mittlere Einkommensschicht. Ja, die darf hier auch wohnen. Ja, wir sind für alle da. Wenn ich jetzt hier, wenn ich mal... Ich muss ja sowieso eine niedrige Baumreihe nehmen, um das hier abzugrenzen. Dann könnte ich doch eigentlich das dann so machen, dass wir dann hier die Leute ansiedeln, oder? Das wäre doch in Ordnung. Also machen wir mal was für die mittlere Einkommensschicht. Werde ich jetzt also mal zack, zack, großflächig was anlegen. Und vielleicht kommt es ja gut an. Nur noch gucken, bis wohin wir hier die Straße sinnvollerweise bauen können. Das ist eigentlich noch machbar, das auch. Machen wir da das Eckchen wieder weg. Ja. Ja, ist auch noch gerade, würde ich sagen. So, machen wir hier überall die hohe Dichte. Und dann hoffen wir mal, dass die Leute hier einziehen und uns Steuereinnahmen bringen. Irgendwie muss ja auch Aloe Vera rentabel werden. Denn große Finanzspritzen habe ich ja noch nicht bekommen. Die Geschenke kommen ja aus Fat Diesel. Deswegen. So, aber jetzt könnte ich, da ich jetzt das Geschenk bekommen habe, vielleicht sogar die Kredite abbauen. Ja, und jetzt sind es mich nur noch minus 640 in der Stunde. Sieht ja schon mal viel, viel besser aus. Und wenn wir jetzt noch, ja, vielleicht können wir hier irgendwo in der Mitte noch so eine Einkaufsstraße integrieren, damit die Leute auch noch was zu shoppen haben. Vielleicht kommt das ja ganz, ganz gut an. Obwohl, dann baue ich mir das ganze Prinzip hier.
Das muss ich irgendwie anders regeln. Dann mache ich das lieber hier. Genau. Ich werde also die ersten drei Häuser abreißen und dort andere Gebiete zuweisen. Genau. So. Jetzt können die Leute hier wohnen, da shoppen und irgendwo anders arbeiten. Aber nicht hier. Das ist mal klar. So, wie sieht's hier aus? Busbahnhof. Na, das überlege ich mir noch. Erstmal müssen wir mal wieder raus aus den Miesen. Und das sieht jetzt schon ganz gut aus. 180 in der Stunde. Immerhin ist jetzt ein Plus davor. Das sieht man auch gerne. Und Giralda macht Kohle. Sehr, sehr schön. Heute gab es einen Profit und ja, der Assassin's Creed Turm, wie er von euch ja genannt wurde, der hier sehr, sehr schön platziert ist, hat zum ersten Mal eine positive Bilanz. Das ist auch hervorragend. Damit lässt es sich doch leben. Und dann könnten wir vielleicht sogar darüber nachdenken, ob wir uns nochmal eine weitere Sehenswürdigkeit ins Haus holen. Erstmal können wir darüber nachdenken, unser Shuttle-Bus-Depot etwas auszubauen. Was habe ich da gesehen? 44 Minuten Wartezeit. Vielleicht brauchen wir ein paar mehr Busse, die fahren. Und vielleicht brauchen wir auch ein, zwei weitere Bushaltestellen. Zum Beispiel hier fürs Wohngebiet. Wäre es ja auch keine schlechte Idee, die Leute auch am Leben teilhaben zu lassen. Aber wie man sieht, oh, jetzt gibt es wieder böses Erwachen. Die Parks sind teuer. So ist das. Hier könnte man übrigens ja noch mehr Shopping machen. Jawohl. Vielleicht brauchen wir doch noch etwas mehr Wohngebiete. Sonst wird das ja nichts. War das jetzt eine niedrige? Ja. Niedrige Baumreihe. Und der nächste Block kann kommen. Auch hier wieder eine kleine Baumreihe, die natürlich jetzt auch dafür da ist, den Grundstückswert etwas anzuheben. Also es ist nicht nur dafür da, damit ich hier meinen Abstand machen kann. Ah, wir kraxeln so ein bisschen rum am Limit. Aber es sieht nicht mehr ganz so böse aus wie am Anfang, wo der minus 2000 stand. Das muss man ja auch mal sagen. Also von daher hat sich das Ganze schon geregelt. Die Einwohnerzahl kann eigentlich nicht stimmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in all diesen Häusern hier nur 300 Leute leben. Das war schon immer ein bisschen komisch. Und ja, ihr seid hoffentlich alle grundstückspreistechnisch noch dabei. Können wir mal schauen, wie es aussieht in Aloe Vera. Ja. Nur positive Einflussfaktoren übrigens. Das ist doch auch schön. Ob wir noch eine kleine Sehenswürdigkeit irgendwo hinbekommen? Wollen wir mal gucken? Würde ich mal sagen. Ja, eine Schule wäre auch nicht schlecht, wurde mir da gerade gesagt. Etwas Bildung in diese Stadt bringen. Vielleicht ein Gymnasium für die Kids hier. Oh, das kostet aber wieder zu viel. Also das kann ich erst machen, wenn ich echt mehr Geld habe. Jetzt muss ich erstmal was machen, was Geld bringt. Vielleicht mal wieder was Touristisches. Was war denn mit der Mühle? Die wollte ich mal bauen, ne? Das wäre ja mal was. Ja, die Mühle von Aloe Vera. Wo könnte die denn stehen? Ich könnte das ja mal... Immer wenn ich diese Mühle sehe, dann sehe ich immer so einen kleinen geschlängelten Weg. Und diesmal könnte das ja sogar klappen, weil er ganz, ganz nah ist, dieser Weg am Bahnhof, am Busdepot. Vielleicht könnte diese Windmühle, wenn wir sie auch noch etwas begrünen, echt gut kommen hier. Na, schön aussehen tut es auf jeden Fall. Jetzt muss nur noch Geld bringen. Jetzt müssen nur noch die Touristen kommen. Da sind immerhin schon ein paar Leute zu Fuß unterwegs.
Mal gucken, wie weit sich das durchspricht. Soll ich hier noch einen kleinen Schlängelweg quer durch die Pampa machen? Oh, das hat ja richtigen Stadtparkcharakter hier, oder? Das müsste überall... Hier könnte auch zum Beispiel diese Wollknäuel stehen, was ich eben gerade in Fett Diesel gebaut habe. Würde ja auch gut reinpassen. Ich weiß gar nicht, was ich habe die ganze Zeit mit diesen Trampelpfaden, aber ich finde, die sehen total cool aus. Ich will sie am liebsten in Fett Diesel nur haben. Hier in Aloe Vera auch. Ah, oh, richtig, so einen richtigen Erlebnispark. Alles verbunden mit sich windenden Wegen. Das wäre eine coole Sache. Was nicht so cool kommt, ist tatsächlich das hier. Meine Einkommens- und Ausgabensgeschichte hier. Ja, aber ich habe eine Sache gesehen, die mich etwas glücklich stimmt. Und zwar das hier. Notenbank 2.0 verspricht, Geld zu produzieren. Und Geld kann ich nun wirklich gebrauchen. Und bevor ich hier weitermache, erwarte ich jetzt einfach mal eine ordentliche Finanzspritze von euch, damit ich auch mal was zeigen kann in diesem Let's Play. Und ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Euer Fett von Fett Spielen. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.